der letzten Episode sprach ich darüber, dass einer der Prediger der St. Nikolaikirche zu Lemgo ebenfalls in die Schusslinie der Hexenjäger Kerkmann und Kuckuck geriet. Am Ende des Jahres 1665 war Andreas Koch als Prediger entlassen, basierend auf den Besagungen der Witwe Böndel und der Schönstockischen. Anna Böndel, die ihn in einem Augenblick des Schmerzes und der Verzweiflung angeschwärzt hatte und kurz darauf ihre Aussagen widerrief, wurde kurz vor Heiligabend hingerichtet. Andreas Koch suchte Unterstützung von Maria Magdalena von Schwalenberg, von der man durchaus munkelte, sie sei eine Gegnerin der Hexenprozesse und halte sie für Unfug. Sie war die Stiefmutter des Grafen Hermann Adolf zu Lippe, der bei den Hexenexzessen in Lemgo nicht gerade leer ausging, da er sich an den abscheulichen Begnadigungsverkäufen beteiligte, respektive zusammen mit Kanzler Tilhen die Hand aufhielt, während er wegschaute. Die Macht von Maria Magdalena war äußerst begrenzt. Sie hatte, wie man anhand eines Briefs von Kantor Bernd Grabbe ersehen kann, durchaus den Versuch unternommen, dem Prediger Koch zu helfen, wurde dafür allerdings gerügt und auf ihren Platz verwiesen. Mehr Fürsprache zugunsten von Andreas Koch gab es nicht. Das Jahr 1666 begann äußerst bedenklich. Am 6. Januar fanden die Wahlen des Stadtrats statt. Hierbei hatte jeder erwartet, dass Wippermann und Kleinsorge zu den regierenden Bürgermeistern gewählt wurden, was zu diesem Zeitpunkt mehr einer Routine glich, bei der die beiden oppositionellen Kräfte in Lemgo beiderlei die Gelegenheit erhielten, abwechselnd die obersten Ämter zu bekleiden. Über das damals geltende System aus zwei Ratskammern zu je 12 Mitgliedern und die zwei jeweils regierenden und ausscheidenden Bürgermeister hatte ich bereits in der 6. Episode dieser Reihe berichtet. Doch zur Überraschung aller war es am Ende der greise Kerkmann, der neben Wippermann vom Rat zum regierenden Bürgermeister gewählt wurde. Dies mag eine ausgeklügelte Strategie von Kerkmann gewesen sein, über deren Gründe man sich durchaus Gedanken machen kann. Ich kann mir vorstellen, dass Kerkmann inzwischen deutlich das Alter spürte. Er war 79 Jahre alt, möglicherweise gesundheitlich angeschlagen. Allerdings frage ich mich, ob da nicht auch noch eine andere Sache eine Rolle spielte. Mit der Hinrichtung von Anna Böndel, der Verhaftung von Abschlag und mit den Ermittlungen gegen den Prediger Andreas Koch, die Kleinsorges, den Gastwirt Rothmann und den Kantor Grabbe war Kerkmann möglicherweise so tief wie noch nie in das Gewebe der Lemgoer Gesellschaft vorgedrungen. Beim Beseitigen seiner politischen Gegner war er in gewisser Weise zu einer persönlichen Höchstleistung gekommen, doch dies waren problematische Gerichtsprozesse gegen Leute, die in der Bevölkerung populär waren und die alles andere als hilflos waren, wenn es um die Frage der Juristik ging. Natürlich zeichneten sich da massive Einnahmen ab, wenn die Prozesse erfolgreich waren und sich in die Länge zogen. Doch Kerkmann verstand auch, dass zum Beispiel die Beseitigung der Kleinsorges, die erfahrene Rechtsanwälte waren, möglicherweise Jahre in Anspruch nehmen würde. Kerkmann wird sich gedacht haben, dass er mit der alten Garde aus Hilmar Kuckuck und Johannes Berner an die Grenzen dessen gekommen ist, was gegenüber der Bevölkerung praktizierbar war. Er brauchte Hilfe und er musste wohl daran denken, wie er sein Werk nach seinem eigenen Tode fortsetzen konnte. Vielleicht dachte er tatsächlich in den Dimensionen eines Nachfolgers, der genauso verbissen, beständig und fortdauernd war wie er selbst. Heinrich Kerkmann hatte seit 1626 wiederholt das Amt bekleidet. Er entstammte durchaus einer einflussreichen Familie. Sein Vater war Kanzler beim Landesherren gewesen und seine Mutter gehörte dem alten Lemgoer Bürgertum an. Der andere Bürgermeister in 1666 war Anton Wippermann. Dies war nun keine ungewöhnliche Wahl, denn die Wippermanns waren eine der ältesten und angesehensten Familien in der Stadt, die seit jeher solche Ämter ausübte. Jahrzehnte zuvor waren es die Wippermanns, die letztendlich Heinrich Kerkmanns Aufstieg zur städtischen Führungsschicht unterstützt haben, da Kerkmann in den 20er Jahren Elisabeth Wippermann geheiratet hatte. Sie war die erste seiner drei Ehefrauen und starb während des Dreißigjährigen Kriegs. Kerkmann war während des Großen Krieges in der Bevölkerung vermutlich recht populär. Lemgo litt damals massiv an den Tributzahlungen, die Johann Tilly und die katholische Liga aus der Stadt auspressten.
Kerkmann hatte damals laute Kritik am Rittertum und dem Adel geübt, der sich jenseits der Stadt auf dem Lande versteckte und nichts zu den Forderungen beitrug. Vielleicht entstand hier zunehmend sein politisches Kapital, das ihm erlaubte, nach dem Krieg dieser bürokratische Unhold zu werden. Mit seiner Ernennung zum Regierenden Bürgermeister in 1666 beginnt das letzte und sichtlich düsterste Kapitel der Lemgoer Hexenverfolgung, als ob es nicht schon schrecklich genug wäre. Denn Kerkmann gab mit der Ernennung zum Bürgermeister sogleich sein Amt als Direktor des peinlichen Prozesses auf und bestimmte sogleich seinen Nachfolger, den 37-jährigen Hermann Kottmann. Jener Mann, der in den darauffolgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten in den Volksmund eingehen sollte, unter der Bezeichnung der Hexenbürgermeister. Kottmann entstammte ebenfalls einer angesehenen Familie und sein Vater hatte eines der nobelsten Gebäude der Innenstadt erworben, das Hermann Kottmann bezog. Heute noch werden die Touristen dorthin geführt. Es ist das berühmte und berüchtigte Hexenbürgermeisterhaus, das detailliert restauriert wurde und heute als Heimatmuseum dient. Karl Mayer, der in knappen Worten versucht, das Psychogramm von Hermann Kottmann zu ergründen, schreibt in seinem Büchlein Hexen, Henker und Tyrannen, dass der Vater Diederich Kottmann allerdings kein allzu erfolgreicher Jurist war und lediglich einen Ruf als Geizkragen besaß. Der Kauf des prächtigen Gebäudes markierte da eher einen einsamen Höhepunkt des Familiengeschäfts. Immerhin konnte Kottmann an einer Universität studieren und ein akademischer Grad war in Lemgo Voraussetzung, um regierende Ämter zu bekleiden. Nach seiner Rückkehr von der Universität in Jena betrieb der junge Kottmann die Rechtsanwaltskanzlei seines Vaters. Karl Mayer schreibt hierzu: Den unbeschwerten Frohsinn der Jugend hat freilich der spätere Hexenbürgermeister kaum gekannt. Er war, so wird berichtet, ein elender Stipendiat und musste aus fremden Mitteln leben. Ein furchtbares Schicksal brach über die Familie herein. Die Mutter des Mannes, der später zum unbarmherzigen Verfolger der Hexen und Hexer werden sollte, wurde wegen verübter Zauberei zum Feuertode verurteilt, zum Schwerte begnadigt und demnächst darauf dero Körper in die Erde verscharret. Das war im Jahre 1654 und Kerkmann hatte auch jene Hexenverfolgung entfesselt. Wie dachte der damals 25-jährige Hermann Kottmann über die mörderische Justiz der Lemgoer? Hielt auch er seine Mutter für eine Giftmörderin und Teufelshure? Nun, jedenfalls buhlte er um die Gunst Kerkmanns, der zwar seine Mutter ermordet hatte, aber der mächtigste Mann der Stadt war. Und wollte man Macht gewinnen, musste man sich der Machthaber vergewissern. Kam die Zeit, an ihre Stelle zu treten. Wow, das muss man sich mal überlegen. Lass das mal eine Weile setzen. Ist ja wie Game of Thrones. Das sind schwer nachvollziehbare geistige und emotionale Prozesse, für uns in unserer Kultur heute kaum verständlich. Hermann Kottmann wurde am 16. Januar offiziell vereidigt und war nun der oberste Hexenjäger der Stadt Lemgo. Seine erste Amtshandlung folgte 3 Tage später mit der Hinrichtung von Obristleutnant Abschlag. Spätestens hier hätte dem Prediger Koch langsam aufgehen müssen, in welch schrecklicher Gefahr er sich in Wirklichkeit befand. Doch vermutlich glaubte er zu diesem Zeitpunkt noch immer daran, dass die Hexendeputierten es nicht wagen würden, einen Redner Gottes in den Kerker zu werfen oder gar Schlimmeres. Mochte Andreas Koch bei der vorherigen Prozesswelle, also 10 Jahre zuvor, noch ein verunsicherter Skeptiker sein, der leise seine Zweifel an der Richtigkeit der Vorgänge äußerte, war er nun, da er selbst ins Visier der Obrigkeit geriet, sicherlich tief davon überzeugt, dass Kerkmann, Kottmann und die ganze Bande letztendlich einen brutalen, mörderischen Trickbetrug betrieben und hierbei das auf Aberglauben gestützte Gesetz für sich missbrauchten. Vermutlich wird Koch aber geglaubt haben, dass seine Beurlaubung auch schon die Gesamtheit der Konsequenzen darstellt, die man gegen ihn zu Felde führen könnte. Und ein katholischer Priester hätte es sich vielleicht leisten können, so zu denken. Doch ein evangelikaler Prediger genoss keinen solchen Rückhalt, der ihn vor der zivilen Gesetzesgebung abschirmte. Doch dann geschah etwas Ungewöhnliches und die Dinge gerieten erst richtig in Bewegung. Ich möchte hierzu einige Zeilen von Gisela Wilberts lesen, aus ihrem Text »Es ist kein Erretter dagewesen«.
Zu Beginn des Jahres 1666 wurde auf dem Schlagbaum vor dem Braker Schloss eine Schmähschrift gefunden, ein sogenanntes Pasquill. Es war an Graf Hermann Adolf zu Detmold adressiert und angeblich von einem Justus, wörtlich der Gerechte, Freiwort aus dem Ort Helfrecht verfasst. Dieser gibt darin ein Gespräch zwischen beiden Lemgoer Bürgern Jaspar und Kaspar wieder, das er, wie er schreibt, auf dem freien Hof belauscht habe. Der freie Hof, so muss man wissen, galt als einer der berüchtigten Hexentanzblättler in Lemgo. Das Pasquill war eine bitterböse Satire auf die Lemgoer Hexendeputierten und ihre Clique, an der Spitze Ratsziegler Hilmar Kuckuck. Aber auch des Grafen Kanzler Novellin Tilhen und der allmächtige Landdrost und Kammerpräsident Simon Moritz von Donob zu Wöbel bekamen ihr Fett ab. Ohne Zweifel war das Pasquill eine Kampfansage. Es an die Öffentlichkeit zu bringen, war verwegen und leichtsinnig zugleich und auf jeden Fall äußerst gefährlich. Johann Rottmann sagte später aus, das Pasquill sei eine gemeinsame Idee von ihm, Dietrich Adolf Kleinsorge und Kantor Bernd Grabbe gewesen. Andreas Koch habe die Daten zu den darin genannten Personen und einige sonstige Notizen beigesteuert, worauf der Text von den Brüdern Kleinsorge im Beisein von Arnolds Brute abgefasst worden sei. Der junge Diener der Kleinsorgen, Gerd Göring, habe es zum Braker Schloss getragen. Nach Lage der Dinge dürfte diese Version sehr wahrscheinlich stimmen. Unglücklicherweise wies das Pasquill an einigen Stellen Ähnlichkeiten mit Formulierungen in der Appellationsschrift von Andreas Koch auf. Sehr bald geriet er als Mitverfasser in Verdacht, was seine Position noch weiter verschlechterte. Dieses Schriftstück war natürlich äußerst brisant, griff es in satirischer Form nicht nur die Hexendeputierten in Lemgo an, sondern auch das Büro des Landesherren zu Lippe, das die schützende Hand über den Hexenjägern hielt. Als Urheber dieser direkten Kritik an den Mächtigen enttarnt zu werden, konnte gefährlich werden. Natürlich galt im Mittelalter und in der Reformationszeit die Satire und die Parodie als ein mehr oder minder legitimes Mittel der Kritik und ein unterhaltsamer Gegenstand der Diskussion und wurde nicht selten vom Adel und den Kirchenfürsten hingenommen. Karikaturen von Martin Luther waren da genauso im Umlauf wie Karikaturen des Papstes. Wobei man schon versteht, dass die meisten Künstler hinter solchen Publikationen lieber unter dem Namen Anonymous operierten. Und dennoch waren da auch andere Töne in der Luft. Wir müssen bedenken, dass nur anderthalb Jahre später Grimmelshausen seinen Simplicissimus Deutsch schreiben würde. Solche Schriftstücke zogen durchaus Haftstrafen nach sich, ob man nun Verfasser, Illustrator oder Druckmeister war. Doch auf der anderen Seite waren so unglaublich viele dieser Satiren und Schmähschriften im Umlauf, dass man dies gerade im Barock als so eine Art verschwiegene Grauzone betrachten musste. Somit möchte man dem Verfasser des Pasquills einerseits durchaus bescheinigen, ein wenig lebensmüde zu sein, angesichts dessen, wie wenig damals in Lemgo ausreichte, um sich plötzlich in der Gewalt von Meister Klaus wiederzufinden. Auf der anderen Seite empfanden gerade die Gestalter und die Betuchten der Lemgoer Gesellschaft die Situation als unerträglich. Und die Satire war eben ein probates, gesellschaftlich etabliertes Mittel. Natürlich haben wir keine hundertprozentige Gewissheit darüber, wer der oder die Verfasser dieses provokanten Pasquills waren. Hier vertraue ich allerdings der besonnenen Historikerin, die in dieser Sache wenig zu Spekulationen neigt. Gisela Wilberts hält es also durchaus für möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich, dass das Schriftstück eine gemeinsame Operation der namhaften Gegner der Hexendeputierten von Lemgo war. Also der Gastwirt Johann Rottmann, die beiden Brüder und Juristen Dietrich Adolf und Balthasar Kleinsorge und Dr. Arnolds Brute, dessen Mutter nur Tage zuvor, trotz aller Versuche, es zu verhindern, enthauptet wurde. Den Geschäftsmann Rottmann hatte man nur wenige Tage zuvor verhaftet und so konnte man ihn sogleich auf den Sachverhalt verhören. Dennoch vergingen weiter noch über 2 Monate, bis sich die Situation um Andreas Koch verdichtete. In der Zwischenzeit verstarb Heinrich Kerkmann, der wie kaum ein anderer zu einer Symbolgestalt der Hexenverfolgung wurde. Er hinterließ kein Machtvakuum, denn dafür hatte er eben den jungen, hartgesottenen Hermann Kottmann gefördert, der bereit war, dessen Werk eifrig fortzusetzen. Bereits in seinem ersten Jahr verhängte Kottmann 37 Todesurteile. Ob Andreas Koch nun wirklich mit dem Verfassen des Pasquills zu tun hatte, ist schwer zu sagen. Die Urheber waren allesamt gebildete Männer und brauchten ihn dazu nicht.
Aber Andreas Koch gehörte durchaus demselben Dunstkreis aus Kerkmann-Gegnern an, wenn er sich hierbei auch nie allzu deutlich hervortat. In der Zwischenzeit liefen die Vorladungen und Verhaftungen von Verdächtigen weiter. Bernd Hospan, Tonies Lebring im Dezember und im Januar, Magdalena Lüdeking sagte im Februar aus, den Prediger beim Hexentanz gesehen zu haben und wie er die Tochter von Kaspar Schmidt mit dem Teufel vermählt hatte. Der Übergang von einem Kerkmann-Regime zu einem Kottmann-Regime verlief glatt und nahtlos. Dafür sorgten die beiden erfahrenen Mitarbeiter Berner und Kuckuck. Kottmann dürfte Andreas Koch entschieden dringlicher behandelt haben und lenkte das peinliche Verhör auf ihn hin. Der Prediger wurde zu einem vorrangigen Namen auf der Liste seiner unmittelbaren Feinde. Dazu hatte das vergebliche Appellationsverfahren, der Verdacht am Pasquill mitgeschrieben zu haben und der Versuch, Gräfin Maria Magdalena für sich einzuspannen, massiv beigetragen. Kottmann und Kuckuck werden sich gedacht haben, wenn du uns so kommst, wir können auch ganz anders. Um viel Glaubwürdigkeit war man da kaum bemüht. Das wurde deutlich, als Kottmann die Badersche verhaften ließ, eine stadtbekannte Frau, von der jeder wusste, dass sie kaum zur Hexe taugte, da sie geschwätzig und ein bösartiges Klatschmaul war, kaum dafür geeignet, ein Geheimnis für sich zu behalten. Kottmann verfolgte damit eine klare Absicht, eine geschwätzige Kronzeugin zu produzieren, die willig alle jene Leute beklaffen würde, die ihm in den Sinn kamen. Das Drama, das sich hierbei anschließend entfaltet, beschreibt in ergreifender Weise die Historikerin Gisela Wilberts. Ich lese hierbei: Die umfangreichsten Aussagen machte dann im März die alte Küstersche Ilse Niemanns, Johann Baders Witwe. Sie wiederholte nicht nur alle bis dahin gemachten Besagungen, sondern reicherte sie mit zahlreichen weiteren Fällen von Ehebruch und Schadenzauber an. Sie beschrieb auch die beim Tanz abgehaltenen Schmausereien mit Wein aus dem Ratskeller und mit Stuten, Schinken und Mettwürsten. Sie nannte Kantor Bernd Grabbe und die Kleinsorgen als Mitschuldige und machte schließlich Andreas Koch zum Oberhexenmeister. Herr Andreas, der wäre König, dem setzten sie die Krone auf, hätte einen Stab in der Hand mit einem versilberten Knaufe. Man merkt, wie die offenbar in der Stadt umlaufenden Gerüchte eine Eigendynamik gewannen und mit immer mehr Details ausgeschmückt wurden. Unter Berufung auf das noch schwebende Appellationsverfahren hatte Andreas Koch zunächst alle Vorladungen, sich zur Konfrontation zu stellen, abweisen können. Solche Gegenüberstellungen mit geständigen Hexen waren für alle Verdächtigen verheerend, denn wurden die Besagungen Aug in Aug wiederholt, und das war so gut wie immer der Fall, kam dies einem Schuldbeweis gleich. Als die Appellation am 16. Februar von Detmold abgelehnt und das Verfahren nach Lemgo zurückgewiesen wurde, bedeutete dies den Anfang vom Ende. Auch das Gutachten der Universität Helmstedt vom 3. März, das ihm bestätigte, die Suspendierung vom Amt sei voreilig geschehen, gegen ihn legen keine hinreichenden Indizien vor und eine Konfrontation sei ihm nicht zuzumuten, nützte nichts mehr. Sein letztes Schreiben an den Landesherren vom 6. April spiegelt seine tiefe Verzweiflung wider. Es sind nun beinahe 20 Wochen, welche ich mit Seufzen und Weinen, mit Heulen und Klagen zubringen müssen. Ich habe aufs Gute gehofft und gemeinet, es solle ein rechtmäßiger guter Bescheid herauskommen. Aber all mein Hoffen und Harren ist bis hierhin vergeblich gewesen und hat sich alles je länger, je schlimmer ansehen lassen. Ich habe um Hilfe gerufen, aber es ist kein Erretter da gewesen. Die Antwort aus Detmold folgte auf dem Fuße. Mit der Absetzung soll er es sein Bewenden haben. Und der Hexenprozess sei ausdrücklich zugelassen. Außerdem aber sei er wegen Beleidigung seiner Lemgoer Obrigkeit in 50 Taler Strafe verurteilt. Zur rechtlichen Absicherung des weiteren Verfahrens wandte sich Lemgo wegen eines Gutachtens an die Universität Gießen, nicht nach Rinteln, da der dortige Rechtsprofessor Ernst Wippermann ein Verwandter des Lemgoer Bürgermeisters war, wollte man offenbar, formaljuristisch korrekt wie immer, jeglichen Anschein von Befangenheit vermeiden. Am 16. Mai gaben Geschworener und Alter Rat ihre Zustimmung zu der von Gießen vorgeschlagenen Tortur und am anderen Morgen früh um 6 Uhr wurde Andreas Koch zum ersten Mal gefoltert. Dem angelastete Zauberei gestand er offenbar sofort, doch Aussagen über das Pasquill verweigerte er, so sehr man ihm auch zusetzte. An seinen Freunden und Verwandten wollte er keinen Verrat begehen.
Durch seine Frau ließ er den Kleinsorgen ausrichten. Eine weitere Folter hielt er nicht aus. Sie sollten es seiner Familie nicht nachtragen. Am 19. Mai bekannte er und die Kleinsorgen wurden sofort mit ihrem Diener verhaftet. Er widerrief und gestand nach der dritten Folter am 28. Mai endgültig. Am gleichen Tag richtete seine Frau Anna Elisabeth Pöppelmanns ein Gnadengesuch an den Grafen. Sie müsse sich zwar in das große Kreuz schicken und ihren lieben Ehemann der ordentlichen Strafe übergeben, doch bitte sie um Gottes Willen, dass er mit dem Schwert und darauf erfolgender Beerdigung begnadigt werden möge. Bare Mittel habe sie keine mehr. Ohnehin wisse sie nicht, wie sie sich und ihre vaterlosen Kinder durchbringen solle. Deshalb bitte sie untertänigst, demütig und flehentlich, der Graf möge in seiner weltberühmten Milde und Nachsicht ihrem Mann die Begnadigung ohne Entgelt zuteil werden lassen. Angesichts dieser Zeilen erstaunt es mich immer wieder, mit welcher Vehemenz man heute nach der Abschaffung aller Religionen aufruft, aber gleichzeitig noch immer diesen weichen Fleck im Herzen hat für alles Aristokratische und Adelige. Die Gebrüder Kleinsorge waren natürlich nicht bereit, kampflos Kottmanns und Kuckucks Machenschaften über sich ergehen zu lassen. Ihr Vater war einer der vier Bürgermeister von Lemgo. Die Hexenjäger konnten nicht erwarten, hier ein leichtes Spiel zu haben. Karl Mayer beschreibt die Ereignisse folgendermaßen. Der Prediger Koch, von Natur schmächtigen Leibes und durch die Erlebnisse der letzten Monate vollends zermürbt, widerstand der Folter nicht. Da man ihn nicht eher loslässt, nennt er die Gebrüder Kleinsorge als Verfasser des Basquills. Ihr Diener, der junge Gerd Göring, habe es auf den Schlagbaum gelegt. Am anderen Tage widerruft er das Geständnis, lässt aber durch seine Frau den Kleinsorges bestellen, er werde, wenn er ein Glied seines Leibes unzerrissen behalten wolle, schließlich doch seine unwahre Aussage wegen des Basquills wiederholen müssen. Sie möchten das doch seiner Frau und Kinder nicht entgelten lassen. 3 Tage danach werden die Brüder Kleinsorge verhaftet. Sie protestieren nachdrücklichst gegen solche Injustiz. Dietrich Adolf ruft, da sie vor dem versammelten Rat stehen, unerschrocken und mit scharfer Stimme: Ich verlange, dass noch heute Morgen ein Schreiben nach dem Kanzler Tilhen überbracht wird, das ich jetzt sofort abfassen werde. Denkt nicht, ihr Herren, dass ihr mit den Söhnen des Bürgermeisters Kleinsorge so umspringen könnt wie mit dem alten Vetteln, die ihr alle Tage aus dem Brüderkloster auf der Marterbank schleppt. Man wagte nicht, diese Bitte abzuschlagen. Gleichwohl blieben die Brüder in Haft, freilich in anständiger Haft. Sie durften sich Speise und Trank aus ihrem Hause holen lassen, das dem Rathaus gegenüber lag. Schlimmer erging es ihrem Diener Gerd, der ohne weiteres in ein stinkendes Loch unter einem der Mauertürme geworfen wurde. Der Bürgermeister Kleinsorge wandte sich noch am gleichen Tage an den Grafen selber mit der Bitte um Freilassung seiner Söhne und seines Dieners. Diese wüssten sich, schreibt er, wegen des ihnen imputierten Pasquills Gottlob gänzlich frei. Als Kaution für die Freilassung biete er seine sämtlichen Güter an. Die Antwort lautete, das Gesuch werde noch abgeschlagen. Warum noch? Man hatte die Absicht, zunächst zur Ehre Gottes und von Rechts wegen 2 Leute beiseite zu schaffen, die beide den Dietrich Adolf Kleinsorge als geschickten und kühnen Verteidiger zur Seite hatten. Also musste der auf jeden Fall zunächst für eine Zeit mundtot gemacht werden, wenn man ihn, was immerhin ungewiss war, nicht ganz tot machen konnte. Die Kleinsorgen wussten von dem erfolterten Geständnis des Predigers. Sie waren gewiss, dass man dem Manne auch die Behauptung herausfoltern würde, sie, die Kleinsorgen, wären die Verfasser des Basquills. Das konnte für sie tödlich werden. Sie richteten daher ein Gesuch an den Rat, man möge sie dem Prediger gegenüberstellen, damit die Wahrheit über ihre Unschuld ans Licht käme. Jedenfalls möge man die Exekution bis nach dieser Konfrontation aufschieben. Das war am Donnerstag vor Pfingsten. Den Brüdern Kleinsorge würde die Erfüllung ihrer Bitte zugesagt. Der Prediger werde vor Pfingsten nicht justifiziert werden. Aber die Herren von Lemgo brachen ihr gegebenes Wort. Es war ihnen doch nicht ganz so sicher, dass der Prediger Auge in Auge dem Dietrich Kleinsorge gegenübergestellt bei jenem famosen Geständnis bleiben werde, dass man zur Beseitigung der gefährlichsten von allen Gegnern, eben den Kleinsorgen, so notwendig brauchte. Am Tage vor dem heiligen Pfingstfeste, am 2. Juni des Jahres 1666, in aller Morgenfrühe um 4, ehe noch die Bürger der Stadt aus ihren gewiss oft schreckhaften Träumen erwacht waren,
trugen die beiden Gefängniswärter den Prediger Andreas Koch die schmale Stiege des Regenstorturms hinab. Die Folter hatte ihn so zugerichtet, dass er weder stehen noch gehen konnte. Unter dem Tor, an ungewohntem Orte, zu ungewohnter Stunde, ohne ordnungsgemäßes öffentliches Gericht, in schuldbewusster Eile, dass niemand Zeuge sei des schändlichen Justizmordes, schlug man dem langjährigen frommen Prediger an der Nikolaikirche als geständigen Zauberer den Kopf ab. Soviel ich weiß, ist Andreas Koch der einzige evangelische Prediger, der der Hexenverfolgung in Deutschland zum Opfer fiel, ein Märtyrer der Menschlichkeit und des Rechts. Ich vermute, dass ein brennender Priester den Schurken von Lemgo und Detmold doch eine Spur zu viel war, so dass man dem Flehen von Anna Elisabeth Pöppelmanns stattgab und eine Hinrichtung mit dem Schwerte befürwortete, ohne es sich wie bei den anderen großzügig bezahlen zu lassen. Ohnehin wurde die Hinrichtung beinahe heimlich und in auffälliger Eile ausgeführt. Wie Karl Mayer beschreibt, wählte man auch nicht den üblichen Hinrichtungsplatz dafür, sondern wickelte die Sache hastig am Regenstor ab, anstelle des üblichen Ostertors. Kottmanns blutiges Werk hatte gerade erst begonnen und schon hatte man mit der Hinrichtung eines unschuldigen Pfarrers einen neuen, erbärmlichen Höhepunkt erreicht. Die Schreckensherrschaft der Hexendeputierten von Lemgo war damit aber noch lange nicht zu Ende. Die Gebrüder Kleinsorge waren frisch in Haft, was ihre Verteidigung des Gastwirts Rottmann äußerst erschwerte. Und über dem Kantor Bernhard Grabbe brauten sich ebenfalls dunkle Wolken zusammen. Doch darüber werde ich in der nächsten Folge berichten. Der Fall des Predigers Andreas Koch ist ein interessanter Querverweis zu der weitgehend falschen Erzählung, die man im 20. Jahrhundert bezüglich der Hexenprozesse erschuf. Damit meine ich die Idee oder Vorstellung, die christlichen Priester waren die hauptsächlichen Verursacher der Hexenverfolgung, der damit verbundenen Tortur und Hinrichtung. Doch das ist weitgehend falsch. Rein quantitativ waren die Hexenprozesse vorrangig eine Angelegenheit des protestantischen, überwiegend deutschen Bürgertums und geschahen häufig trotz der Einwände und Einsprüche der Prediger. In katholischen Regionen waren sie deutlich weniger zahlreich, was letztendlich damit zu tun hatte, dass die Kirche das nicht gerne duldete. In protestantischen Regionen konnte ein Pfarrer schon mal froh sein, dass er nicht aus dem Dorf gejagt wurde, wenn er mal etwas predigte, das den Bauern nicht gefiel. Die große Sünde der Katholiken in jenen Jahrzehnten und Jahrhunderten waren nicht Hexen, sondern eine unglaubliche Geldgier und Korruption, die aus Bischöfen, Fürsten und Kriegsherren machte. Nicht das Foltern von angeblichen Hexen. Vermutlich war der Hexenglaube dem katholischen Klerus eher ein Dorn im Auge, da sie ja die Deutungshoheit beanspruchten über alles Übernatürliche, ob himmlischer oder höllischer Natur. Und der verbreitete und dezentralistische Hexenglaube, so wie er in Mittel- und Nordeuropa wütete, nagte an dieser Deutungshoheit. Deswegen, wenn wir mal ein wenig an den Katholiken herumhacken wollen, ich bin dabei, da gibt es eine ganze Liste aus Verfehlungen und Schandtaten. Aber nicht anhand Lügen und Fake News, die 300 Jahre später erfunden wurden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.